Beachmitte, die Adresse Number One, um vom Beachfieber gepackt zu werden und neue Kontakte zu knüpfen. Beim traditionellen Inches Mix Cup funktioniert das natürlich bestens. Denn auf Europas größter innerstädtischer Beachvolleyballanlage wird gepritscht und gebaggert, was das Zeug hält. Den Inches Mix Cup gibt es jetzt mittlerweile seit 2011. Wir haben teilweise bis zu 140 Teams hier am Start. Das Prinzip des Turniers ist ganz simpel. Gespielt wird in zwei Mixteams, das heißt, eine Frau und ein Mann stehen gemeinsam auf dem Feld. Um den verschiedenen Spielstärken der einzelnen Teams gerecht zu werden, werden diese nach der Vorrunde in einen A- und B-Cup eingeteilt. Dann kann im K.O.-Modus weitergebeacht werden, bis sich im Endspiel jedes Cups nur noch zwei Mixteams gegenüberstehen und die Sieger ermittelt werden. Richtig Spaß gemacht, waren viele tolle Teams da und ja, waren enge Kisten dabei. Hat richtig Laune gemacht. Inzwischen sind die Inches Mix Cup zu einer der größten Mix-Turnierserien Deutschlands geworden. Und das auch zu Recht. Ich glaube auch einfach die Atmosphäre hier beim Spielen mit anderen Spielen, neue Beach Moves auch kennenlernen, ist einfach super cool. Und Beachmitte in Berlin ist auch einfach immer wieder eine gute Adresse dafür. Parallel wird auf der Beachanlage auch der Future Inches Cup Kids ausgetragen. Hier zeigen die Jüngsten ihr Können. Dass der ein oder andere Teilnehmer des Inches Mix Cup in der Pause bei den Kleinsten vorbeischaut und positiv überrascht ist, wundert niemanden. Schließlich spielen bereits die Kids auf höchstem Niveau. Dass wir auf jeden Fall gewonnen haben, das war ganz cool. Also die Gegner waren jetzt auch auf unserem Niveau. Assoziierst du den Sommer auch mit Sonne, Strand und Sport? Dann schaue unbedingt auf Berlins Number One Hotspot Beachmitte vorbei. Denn dort wirst du garantiert vom Beachfieber gepackt und kannst nebenbei auch deine Community erweitern.